Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zu den neuen Sendungen aus dem Landrat. Die Sommerferien sind vorbei. Ich fange an, wie ich eigentlich aufgehört habe. Ich habe wieder einmal den Hans vorher bei mir. Hans, sag mal, was macht der Politiker in der Sommerferien? Die Politik ist ja nicht stehen geblieben. Doch, bei mir ist sie stehen geblieben. Ich habe effektiv das genossen, dass ich einfach nichts mit Politik zu tun hatte. Weil die Zeit, die wir hier im Landrat verbringen, die ist enorm intensiv. Jeden Tag hast du irgendetwas. Und dann bist du jetzt aber trotzdem schon gerade ganz reingekommen, ist es wieder losgegangen, bist auch in der Zeitung gekommen. Was ist das für eine Geschichte mit dem FC Landrat? Ja, das war ein bisschen eine kalte Dusche. Ich bin gerne go schutte auf Heide, aber die Übernachtung von 120 Franken müssen selber zahlen und auch die Anreise. Die Bevölkerung meint, das ist ein Hobby, du kannst doch da das selber zahlen. Für mich kein Problem, ich zahle das gern. Aber eigentlich bei allen anderen Kantonen hat das eigentlich die Landeskanzlei übernommen. Und der Grossrat ist auch am Montag mit dem roten Pfeil auf Zürich. Ich meine, oder, das hat sicher ein bisschen mehr gekostet. Apropos Zahlen, genau um das geht es auch jetzt wieder. Es sind überall Löcher da, wo wir gestopft werden. Ich erinnere daran an das Entlastungspaket, wo wir mal letzten Winter eigentlich gross diskutiert haben. Das ist beschlossen worden. Ich höre aber nichts mehr. Was passiert mit dem? Ist das im Gange? Also es kommen ja jetzt aus dem Entlastungspaket einzelne Vorlagen wieder in Landrat. Beispielsweise heute mit dem Selbstbehalt von der Krankenversicherung. Das ist eine Einsparung oder eine Mehreinnahme von 15 respektive 23 Millionen gewesen. Das kommt jetzt wieder. Dummerweise, ich weiss nicht, der Landrat will das wieder ablehnen. Ich finde das schade. Das wären 15 Millionen, die man effektiv reinholen könnte. Also wir als BDP, GLP wären jetzt dafür, weil das ist zwar eine Mehreinnahme, aber gibt dem Kanton mehr Handlungsspielraum. Das heisst aber, man ist nach wie vor dran an diesen Geschäften, um wirklich das Entlastungspaket auch so durchzukriegen. Also man muss aufpassen, der Wille der Bevölkerung muss man respektieren, die haben das abgelehnt, aber sparen müssen wir eben trotzdem. Man kann nicht als Bevölkerung nur ablehnen, wir müssen auch schauen, dass wir die Einsparungen machen können oder mehr Einnahmen generieren, und das ist die Balance, die der Landrat machen muss. Und weiter geht's bei mir, ist der Rudi Brassel. Rudi, die SP hat diese Woche auch ein bisschen Wellen geschlagen. Die möchten gerne die Trämmli zusammen feiern. Wie ist die Idee überhaupt entstanden und was ist da der Grund dafür? Also, dass die beiden Trämmli, BLT und BVB, können zusammenarbeiten, sollten zusammenarbeiten, hat sich gezeigt in den letzten Jahren immer wieder. Wir haben um den Margaretenstich ein ziemliches Theater gehabt. Es wäre sehr gut, wenn man hier auf ein Gleis kommt und könnte zusammenspannen. Viel Reibungsverlust könnte vermieden werden und das muss Perspektive sein. Aber du hast jetzt gerade den Reibungsverlust angesprochen. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen bekannt, dass die BLT und die BVB nicht wirklich gut zusammenarbeiten. Also ist denn echt schon so ein Zusammenkommen etwas, was denen wirklich weiterhilft? Ja, natürlich. Man muss das eben überwinden, die Gräben. Man muss die Kulturen zusammenführen und kann nachher effizienter und besser dem Kunden dienen. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Ist denn das bereits ein Schritt in Richtung Fusion? Fällt man jetzt da von allen kleinen Sachen zusammen tun? Tut dann beide Stromkonzerne zusammen, durch die industriellen Werke? Wird das alles fusioniert? Es wächst zusammen, was zusammengehört. Selbstverständlich ist das eine Tendenz, die nötig ist. Wir haben mit der Motorfahrzeugkontrolle vor Jahren angefangen und da sind jetzt Jahrzehnte ins Land gegangen. Wir haben es bei der Uni, wir haben es beim UKBB, wir haben es bei der Rheinhäfen, wir haben überall das Zusammenwirken, das immer nötiger wird, weil man immer näher aneinander ist. Also es ist irgendwann einfach eine logische und unvermeidliche, aber auch sehr positive Entwicklung. Birgt denn das Zusammenrücken auch ein gewisses Sparpotenzial? Ich denke, da gibt es durchaus Ebenen, wo man sparen kann. Da wird man nicht am Personal in der Breite müssen sparen, aber in den Leitungsgremien, im Kaderbereich, dort wird man sicher können, in der Planungsbereich wird man sicher können, einiges effizienter gestalten, vor allem dort. Ob beim Bedienen von der Tramli oder von der Busse und so weiter, da braucht es gleich viele Leute, das ist keine Frage. Es geht weiter, bei mir ist jetzt der Roman Klauser. Roman, Thema Löcher stopfen. Ich gebe das Mikrofon gerade weiter. Dankeschön. Löcher stopfen haben wir, und zwar in der Pensionskassensanierung, da haben wir Riesenlöcher.
Im Moment gehen die Meinungen auseinander, es wird viel Verschiedenes erzählt, aber es ist ganz klar, wir haben ein Loch, das wir in den letzten 10, 15 Jahren aufgebaut haben und das müssen wir decken. Es geht nicht um das, was wir nachher machen, es geht um die Deckungslücke, die entstanden ist in den letzten 10, 12 Jahren. Und ich möchte es am besten zeigen mit einem ganz einfachen Stück Papier. Da sind wir jetzt. Und da müssen wir im 14 anfangen. Und die Deckungslücke, die wir hier haben, die müssen wir finanzieren und nichts anderes. Es geht nichts anderes in diesem Gesetz und dieser Abstimmung nur um das, wie die wir die Lücke hier auffüllen, wie die wir das finanzieren, dass es Kanton auch prestieren kann, damit wir dann laut Gesetz mit 100% anfangen können. Darf ich da schnell einhängen? Du hast mir vorher einmal gesagt, ja, wir haben jetzt heute Mittag auch etwas, das in das Thema reingeht, wegen der Krankenkasse, wegen der Prämie. Wie spielt das zusammen? Krankenkasse würde ich hier jetzt eigentlich nicht unbedingt reinnehmen, weil das ist für mich der Teil Pensionskasse, den wir nur hier drin haben, wo wir finanzieren, wo hier abgestimmt wird darüber. Alles, was wir an Verbilligungen, an Prämie haben, das gehört zum Entlastungspaket, wo wir diskutiert haben einmal, wo wir jetzt gerade im Moment im Landrat diskutieren. Ist es jetzt eine Steuererhöhung? Gehört es zum Entlastungspaket? Wo kann man das überhaupt noch machen? Und was ist noch anständig, nachdem man die Bevölkerung einmal abgestimmt hat? Die Abstimmung, die wir am 22. haben, da geht es nur um die Pensionskasse, da geht es um das Loch, das wir hier haben, das müssen wir füllen. Und wie wir das am gescheitsten machen, haben wir, glaube ich, in der Finanzkommission, in der Personalkommission lang diskutiert und einen guten Weg gefunden, wie man das finanzieren kann, indem wir über eine gewisse Zeit das Geld aufnehmen, zurückzahlen und alles, was nachher kommt, ist das, was die eigenen Kassen müssen machen, weil es gibt noch eine Sammelstiftung. Jetzt im Moment haben wir 230 Kassen, die eigentlich in einer zusammen sind. Nachher haben wir 230 eigene Anschlüsse mit einem eigenen Stiftungsrat und mit einer eigenen paritätischen Kommission. Und die Leistungen, die sie nachher haben, bestimmen. Nicht mehr jetzt. Der Landrat hat nachher nichts mehr damit zu tun, ob die Gemeinde Oberwil oder Altschwil wie versichert ist. Sondern wir müssen jetzt sagen, bis dahin müssen wir ausfinanziert haben, laut Gesetz. Und wenn wir das in einer Teilkapitalisierung machen, dann verschieben wir das Ganze und zahlen die nächsten 30, 40 Jahre weiter. Und kommen nie an ein Ende, dass wir können sagen, wir übergehen es endlich in die Sammelstiftung, die reingehört. Jetzt, Roman, es ist ja aber auch so, dass wir natürlich nach wie vor immer wieder auch auf Basel schauen. Dort hat man gesehen, dort hat man jetzt eine Teilkapitalisierung gemacht. Ist das der Weg? Ist das das Signal, das rauskommt? Also überhaupt nicht. Es ist eine riesige Mogelpackung, die Frau Herzog jetzt noch vorgestellt hat. Weil sie ist grundsätzlich völlig falsch. Und in Basel-Stadt hat man vor rund etwa 10, 11 Jahren die erste Sanierung gemacht. Da hat Basel-Stadt 1,4 Milliarden Franken aufgenommen und in die Kasse rein. Sie zahlen sie heute immer noch zurück, es geht noch etwa 18 Jahre. Dann haben sie bei 2008 haben sie 700 Millionen rein und nachher noch einmal etwa 200 bis 300 Millionen. Und die Kasse ist heute auf dem Stand von 80%. Also identisch mit dem, was wir hier angetroffen haben. Und die neue Vorlage ist versicherungstechnisch eine absolute Katastrophe, indem man immer noch im Leistungsprimat will bleiben und die Leistungen vorgibt und eigentlich grundsätzlich immer zu wenig hinten einzahlt für das, was sie vorne versprechen. Und das wird jedes Jahr einen riesen Verlust geben bei dieser Kasse, wenn sie so weitermacht. Das hat jetzt aber gut getönt. Du hast gesagt, dann haben sie wieder ein paar Millionen rein. Da. Warum kann denn Basel immer ein paar Millionen reinschieben und wir haben es nicht? Es ist relativ einfach. Als das erste Mal beschlossen ist, haben sogar die Bürgerlichen damals vor über 12 Jahren zugestimmt, weil sie das Gefühl haben, dass wenn das um ist, dass dann die Parität kommt, wo beide mitfinanzieren. Aber sie haben das Dekret nie geändert hinten. Also ist das nie passiert. Das war ein politischer Beschiss, damals man gesagt hat, wir den ausfinanzieren und nachher wird dann halbe gemacht, so wie das in der Privatwirtschaft ist. Und das ist eben nie passiert.
Also ist es doch langsam Zeit, um effizient zu arbeiten. Darum meine nächste Frage. Wie ist für dich die Effizienz jetzt im Landrat? Seid ihr jetzt wieder takt? Wie ist das Zusammenspiel von euch untereinander? Also heute war es wahnsinnig. Wir sind am Anfang relativ schnell vorwärts gekommen, bis wir dann ein, zwei Diskussionspunkte hatten, die dann sehr lang geworden sind. Wir hoffen aber, und das wünsche ich der neuen Landratspräsidentin, dass wir vorwärts kommen, dass wir wirklich gewisse Sachen nicht zu tot diskutieren, sondern entscheiden und weitermachen. Und wir hoffen alle, dass wir die Riesenarbeit von dieser Sanierung Pensionskasse für uns so weit wie möglich erledigt haben. Es gibt immer noch Probleme, die werden kommen. Und wir haben noch genug und viele andere Probleme, die wir lösen müssen. Wenn wir in Zukunft schauen, haben wir einiges, was auf uns zukommt. Selbstverständlich gibt es auch hier Pro und Contra und nicht alle finden die lang ersehnte Lösung gut. Bei mir ist Daniel Altomat. Daniel, du bist ein klarer Nein-Sager. Was stört denn dich? Warum sagst du Nein? Also das ist eine ganze Palette von Gründen. Zuerst einmal ein bisschen prinzipiell. Wir haben in dieser ganzen Diskussion um die Pensionskassenvorlage eigentlich immer nur die beste aller besten Lösungen präsentiert gekriegt und haben überhaupt nie eine Chance gehabt, Kriterien zu diskutieren, was jetzt besser war, was weniger gut war, Risiken zu diskutieren, was in welchem Fall rauskommt, sondern einfach nur das vor uns gehabt. Auf der anderen Seite, als Betroffene, also indirekt, als Arbeitgeber, der angeschlossen ist, und auch aus unseren eigenen Berechnungen heraus haben wir einfach den Eindruck gehabt, nein, da muss es noch andere Lösungen geben. Und die sind einfach nie in einem Rat diskutiert worden, dass man hätte darüber befinden können. Also das ist einmal der grundsätzliche Einstieg drin. Also, habe ich das richtig verstanden? Du hast den Eindruck, das war von Anfang an schon festgepflastert und man hat gar nicht andere Lösungen gesucht. Das ist so. Also es hat im Wesentlichen auch noch die Grünliberalen immer wieder dagegen geschossen und gesagt, man sollte eine andere Lösung anschauen. Und eigentlich ist sehr stark vorgespürt, in welche Richtung es geht. Das ist eigentlich, ja, kann man schon so sagen. Aber haben wir denn jetzt Lösungen gefunden? Weil ich sehe ja nach wie vor nur Nein. Ich sehe, beim Ja hat es Lösungen da, beim Nein habe ich nicht mitgekriegt. Das heisst einfach nur, es kostet noch viel, viel mehr. Das ist so nicht ganz richtig. Wir haben schon in den Debatten im Rat versucht, Lösungen anzustoßen. Das ist, wir sind nicht sehr weit gekommen, wir sind sehr allein da gestanden. Es geht im Wesentlichen darum, anstatt mit einem riesigen Bollen alles auszufinanzieren und die riesigen Zinskosten und auch, da kann man jetzt noch darüber diskutieren, ob wir so eine Reserve reinnehmen müssen oder nicht, das ist jetzt im Moment egal. Aber einfach die riesigen Kosten für die Zinsen über die lange Zeit, bis man die Schulden wieder sind, auf einen Klapp zu übernehmen. Wir suchen nach einer Lösung, die man in Teilschritt finanzieren kann, damit aber die Zinslast kleiner wird und wir damit auch eine gute Chance haben, dass das Ganze günstiger wird. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es noch eine zweite Seite. Und das ist ja der Kanton, der die Sanierung verordnet, letztlich gar nicht der Hauptpartner ist in dieser ganzen Sache. Das heisst, wenn man schaut, wie viele Leute in der Kasse sind und von wem die sind, dann hat der Kanton eher weniger als die Hälfte. Das heisst, mehr als die Hälfte von der Last müssen eigentlich Gemeinden, die angeschlossenen Annexorganisationen, Kirchgemeinden, Spitex-Organisationen, weiss ich was, mittragen. Die haben aber gar nichts sagen können dazu. Und wir finden einfach mal so eine Lösung finden, wo die dabei sind, wo die können mitmachen und die können überleben. Ja, aber Lösung finden, jetzt liegt ja eine Lösung da. Also wenn man das noch weiter rausstüdelt, dann wird es ja scheinbar noch teurer. Wir reden von 50 Millionen im Jahr bei prospektiven Kosten von 5 Milliarden. Das ist so ein Dreh gegen von einem Prozent. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob wir wegen 1% über Milliardenbeträge diskutieren wollen oder ob wir nicht vielleicht das Risiko eingehen, ein Jahr 200% zu zahlen und eine effektive 20% günstige Lösung zu finden. Ne? Dann hätten wir 18 gespart. Dann würde ich aber sagen, gehen wir an dieser Stelle die Diskussion zu euch heim, zu euch, wo ihr, wir ja eigentlich abstimmen darüber. Also, dient das auch miteinander anschauen. Ich hoffe, die Sendung hat euch heute ein bisschen geholfen dazu, um eure Meinung zu bilden. Das wäre es aus dem Landrat von dieser Woche. In zwei Wochen geht es weiter. Dranbleiben.